Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Stadium, den Poké Cup. Pokémon Cup haben wir beim letzten Mal angefangen. Das ist das offizielle Pokémon Liga Turnier, okay? Wir machen weiter mit dem Superball. Wir haben unser Team natürlich schon registriert. Wir werden bei dem Team bleiben. Das hat bisher mir gute Dienste erwiesen. Mal schauen, ob wir das auch wieder so locker flockig rocken, wie das beim Pokéball der Fall war. Muss ich da lange überlegen, wenn ich da mitnehme? Eigentlich fast gar nicht. Okay, ich hab's. Ja, meine Gedankengänge fehlen da jetzt vielleicht ein bisschen. Aber ihr könnt euch eigentlich denken, welche drei ich hier mitgenommen habe. Ja, und wenn du kommentierst, dann rennen alle Zuschauer ja raus aus dem Stadion. Lass das mal lieber meine Sorge sein, ja? Du, okay, die sind natürlich jetzt ein paar Level höher. Ihr seht das da oben rechts schon. Denn hier ist es von 50 bis 55 alles erlaubt. Und ein Level, das kann schon ein deutlicher Unterschied ausmachen. Bei Punch Pokémon sogar bis zu 6 Punkten. Ja, also natürlich 3 KP-Punkte und 3 in der Spezie oder 3 in der Verteidigung. Da fallen mir zum Beispiel extrem viele Pokémon ein. Rizeros zum Beispiel. Bei dem Slimer jetzt hätte sich wenig, die sind alle noch nicht voll entwickelt. Aber wir haben ja nur Level 50er Pokémon. Das ist ja vielleicht der kleine Knackpunkt an der Geschichte hier, mal der Leih-Pokémon. Und dass die einfach nicht wirklich trainiert sind. Der Attackenpool ist sehr, ja, bei vielen unterdurchschnittlich gut. Unterdurchschnittlich gut. Also scheiße auf gut Deutsch gesagt. Und, aber trotzdem rocken wir schon mal wieder die Hälfte hier. Wie man das unschwer erkennen kann. Schwer noch schon. Hat beim letzten Part auch schon. Oh, die Pokémon werden sich natürlich irgendwann wiederholen. Gut, die Pokémon, die ich jetzt benutze, die wiederholen sich eigentlich auch nicht. Wir haben unser festes Team. Trotzdem, wir hatten schon einen Kampf gehabt, den ich eigentlich immer wieder erwähne, wo ich mich schwer getan habe. Also, wenn wir dann nochmal kommen bei der Arena von Giovanni, dann sage ich mir selber gute Nacht. In der zweiten Runde. Aber so weit sind wir noch gar nicht. Wir haben hier noch die Cups vor uns. Dann haben wir noch die anderen Arenen vor uns dann nochmal. Also es ist noch nicht lange hier vorbei. Aber es kann schnell vorbei sein. Das Projekt kann wirklich schnell vorbei sein. Aber ich gehe davon aus, dass ich bei der einen oder anderen Szene sowieso sehr dick failen werde. Ja, also da... Also klar, der Pokémon Cup jetzt in der Kategorie Superball und Pokéball wird relativ einfach werden. Aber ihr seht schon, die Pokémon nehmen so ein bisschen auch schon an Fahrt zu. Aber trotzdem im Großen und Ganzen, wenn wir die Arena noch rocken. Was für ein Kampf erwartet uns wohl? Die zweite Runde beginnt. Da, Bisaknot, also ich sehe schon alleine, okay, der ist gut und den nehme ich auch noch mit. Da muss ich nicht noch wirklich jetzt fachsimpeln. Superball, das werden wir ja auch noch ohne große Probleme. Die Continues kommen uns einfach auch noch entgegen. Oder werden uns irgendwann entgegenkommen. Weswegen wir jetzt hier auch alles ausknocken werden. Aber das wird zum Beispiel, ich sag mal, spätestens im Hyperball, aber wirklich allerspätestens im Meisterball. Da werden wir auf den ersten Level 55er Pokémon stoßen. Ich glaube, hier gibt es sogar einen, der hat sogar einen Dragoran, was Level 55 ist. Magneto noch ohne den Skull-Typ hier. Das ist eigentlich gar nicht mehr aus meinem Kopf rauszukriegen, dass der kein Skull-Typ hier ist. Deswegen die Psychokinese nämlich sonst nicht mehr effektiv, ja. Den Skull-Typ haben eigentlich viele Pokémon eigentlich geholfen. Okay. Auch keine Donnerwelle. Ich komme immer mit dieser scheiß Paralyse-Schrotze an. Ja, mal wieder. Nervig. Einfach nur nervig. Ich meine, ich bleibe bei der Psychokinese, um einfach den Spezi-Wert vielleicht zu senken. Warum kommt jetzt ein Kreideschrei? Aua! Kommt das eigentlich, kommt Kreideschrei von diesen, von der Kreide, wenn man die so an der Tafel lang kreidet? Kennt ihr dieses ekelhaftige Geräusch? Ja, Gott sei Dank ist eine Spezialattacke am Boden. Und der ist gleich sowieso schon am Boden. Was kommt denn da? Kommt dann Donner, bitte Sternschauer. Das mit der halben Verteidigung. Ja, tut das ordentlich weh, aber da ist ein Donner besser bestellt. Es ist vollständig paralysiert.
Aber da kommt nichts in Richtung eines gefährlichen Donners, was mich sehr wundert. Aber der Kreideschrei-Schaden ist mit uns doch zu viel. Das heißt, die Runde können wir mal annullieren. Und holen mal kurz unser Blitzer raus. Weil ich denke mal, dass der weiterhin mit dem Scanshower genau angreifen wird. Der Scanshower trifft eigentlich immer. Außer, ich glaube, fliegende Pokémon. Ich glaube, beim Schaufler trifft der auch. Oder war das erst auf der zweiten Generation? Ja, ich denke mal, der Donnerblitz wird nicht ausreichen. Obwohl, doch, der wird ausreichen. Ich sag, der reicht. Ja, der reicht auch. Weil ich krieg das Step drauf, krieg ich zwar gut, hab ich bei Rosanna auch bekommen. Aber war trotzdem knapp. Oh, Electek. Oh, das sind eigentlich die gefährlichen Pokémon, die er da eingesetzt hat. Ich wechsle auf Toxin über. Weil ich muss auf Glurak aufpassen. Wenn es soweit ist, genau, der möchte mich sowieso paralysieren. Ist doch jemand, ich möchte dich paralysieren. Die Donnerwelle. Die habe ich früher echt unterschätzt, weil sie paralysiert nur. Aber Free Turns ist mir mittlerweile aufgefallen in jedem Strategiespiel. Die sind Gold wert. Ich sag dann nur nochmal den Gary-Kampf, wo ich einfach zwei Runden Probleme mit hatte. Der wird niedlich sein, der Schaden. Da zieht der Gift ja schon irgendwann mal mehr ab. Komm, zeig uns mal den Donnerblitz. Der ist auch stärker. Der Spezialwert ist von uns auch besser. Also Elektrik habe ich früher gerne gespielt. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich wegen der hundertprozentigen Trefferquote von... Ja, von einfach diesem Donnerschlag. Ich mag auch die drei Elementschläge. So ist es einfach nicht. Mittlerweile sind es ja schon 4, 5 Elementschläge. Ja, ich weiß. Das ist alles hier mit dem Vorschlaghammer, was wir machen. Weil viel überlebt auch nicht mehr. Der Rucksack gibt es schwachsinnig. Zeig uns eine dicke Wumpe dann, ja. So, dass er uns einfach seine paar Kilos mehr zeigt. Und das Gift tut sein Übriges. Das war die Lebensmittelvergiftung. Der Kampf haben wir souverän gewonnen. Auch wieder sehr souverän. Ja, souverän gemeistert. Den haben wir auch. Gut, es war nur ein Rocket, ne? Was erwartet man von einem Rocket? Eigentlich nicht viel, ne? Von einem Team Rocket-Mitglied. Der Jongleur, ja, mal wieder. Also, die wiederholen sich auch immer, die Gegner. Aber die Pokémon werden stärker. Das ist es halt. Aber die kommen mir hier sehr bekannt vor. Ich weiß nicht, warum, die kommen mir aber sehr bekannt vor. Aber die Entwicklungen kommen halt höher. Los geht's. Ein Quapuzzi. Oh, süß. Ist noch nicht vom Typ Kampf. Das kommt erst mit Quappo dazu. Das weiß ich. Also Quappo, ja, der leidet eigentlich mehr darunter, dass er den Kampftyp bekommt. Ja, ich denke mal nicht, dass er speziell angreift. Oder wird so ein Duplexieb oder sowas kommen. Oder ein Konter, der nicht wirken wird. Schwachsinn. Bei dem Rosana würde ich es als letztes Konter einsetzen. Wirklich als allerletztes. Weil in der ersten Gen, da konnte man das noch schön auslesen. Aber dann gab es noch nicht die spezielle Variante, nämlich mit Spiegel Gelb. Das kam dann erst in der zweiten Generation dazu mit Wing genau. Das gab es in der ersten Gen noch gar nicht. Da gab es wirklich nur Konter für die physischen Schäden. Ach, da könnte wieder diese Hypnose-Strategie kommen. Falls ihr noch über den Hypnose-Traumfresser im vorletzten Part. Und das erwarte ich ja eigentlich auch, weil der hat nur ein Level höher bekommen. Nee, ach, der geht nur auf Konter. Oh, hier die Antwort. Moment, ich muss eine Frage stellen. Dann kannst du aber keine Antwort, drauf geben. Ja? Hier der Ice Heap. Und kommt der Konter? Hier die Antwort. Metronom Stachelspore.
eine Wolke Stachelstrom. Ich sag mal, mit dem Glück gar nichts. Das hat nicht funktioniert. Die Arena-Fight geht weiter. Wo ist das ein Arena-Fight? Das ist ein Fight in einem Stadion. Und die Zuschauer gehen gleich. Du musst was unternehmen. Oh, ist das das Ende? Ja, Nase nach oben. Hat man da mit Pumuckl so ein bisschen rumgespielt mit der Nase? Bei Dings, wer war das noch mit der Schlupf? War das mit Yoshi? Alpala. Der aktuelle Stand Hallo. Der Kampf ist nun sehr einseitig und sollte auch das Ding hier rocken. Ich finde aber ganz schön die Haare. Die Haare, wie die denn so hoch gehen bei ihr. Oh ne, jetzt kommt der mit der Hypnose-Scheiße. Hypnose. Oh nein. Oh nein, es ist eingeschlafen. Ein schlafender Gegner macht den Kampf ganz schön einseitig. Naja, einseitig, aber nicht unmöglich. Also das Blitzer Donnerblitz, das gefällt mir ja echt besser. Also da kann ich sagen, okay, die switche ich ein ohne Probleme. Die switche ich ein ohne Probleme und da kommt dann nichts Gefährliches. Genau, nehme ich nur einen Traumfresser. Die Taktik kennen wir doch schon. Ja, es schläft ja auch keiner. Hättest ja mal im Stadion gucken können, ob da jemand schon vor Langeweile eingeschlafen ist, Apollo. Da hätte vielleicht einen Traum fressen können. Aber ich glaube, das ist im Reglement leider verboten. Ja, tschüss, Apollo. Tschüss, bye-bye. Jawoll, ja. Gerade müde, gerade mal kurz gegannt. Ich glaube, jetzt hat man sogar noch ein bisschen gehört. Ich bin echt müde schon. Alltag war heute relativ stressig. Ja, kann man sagen. Stressig. War der stressig? Ja, der war stressig. Das kann ich schon so unterschreiben. Okay, du bist gefragt. Nein, du bist nicht gefragt. Du bist auch nicht gefragt. Der ergänzt sich mit seinen zwei Pokémon da so ein bisschen. Das ist so ein bisschen mein Problem. Den nehme ich als Erwounder mit. Dich nehme ich als Erwounder mit. Als Versicherung, Rosana. Auch Blitzer mit den Haaren, okay. War auf Krabbe und Kinder nicht die Guillotine? Die Guillotine scannert? Oder war das? Ne, das war der Krabhammer, ne? Genau. Weil später kamen noch mehr Krabben dazu. Mit Krebscore. Und Krebotak. Ich habe mich auch wieder so ein bisschen inspirieren lassen. Aber so eine Krabi am Strand im Homestorm, das wir momentan haben? Warum nicht? Ne? Oh, ein Shellock. Hat er nur Wasser-Pokémon genommen? Weil jetzt wäre nämlich Onix oder Georock gut. Weil das hätte ich dann eingeswitcht. Weil hätte ich austauschen brauchen. Oder müssen sogar. Ja, aber so? Ja, das kannst du so unterschreiben, dass das bei ihm nicht gut aussieht. Das reicht. Also von Shellock war ich ja auch enttäuscht. Leider. Echt. Dass unser geleitetes Shellock Probleme hat, den Dickdreh mit dem Surfer auszustellen. Das hat mich stark gewundert. Ja. Ammonitas und Amoroso, die haben auch einen guten Verteidigungswert. Wusste ich vorher gar nicht. Die sind auch mehr defensiv ausgelegt, die beiden. Deswegen ist der Spezialwert auch nicht zu unterachten. Aber es reicht, okay. Alles mit einem Schlag, wir sind sogar ein bisschen schneller, habe ich das Gefühl, als in Pokéball. Warum das? Ich habe keine Ahnung. Aber wie dem auch sei, wir haben wieder 4 Trainer besiegt. Die Schönheit, die kann nochmal zum Schönheitswettbewerb gehen. Da hat sie wahrscheinlich ein bisschen mehr Glück. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, gebt der Folge einen Daumen nach oben. Schreibt einen Kommentar und wir sehen uns wieder, wenn es wieder ist. Let's Play Pokémon Stadium.